hat sehr gute Freistoßposition für Werder. Also man muss sagen, das ist eine Position, die sie auch immer können. Das ist echt nicht weit. Das sind 17 Meter ungefähr. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute trifft der SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum aufeinander, Leute. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum Faktencheck der beiden Mannschaften. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, um keinen Stadion-Vlog mehr zu verpassen. Das Hinspiel konnte Werder mit 0:2 gewinnen. Sie haben spät 2 Tore gemacht. Kommen wir zur Bilanz der beiden Mannschaften. Ihr seht gerade, 67 Spiele gab es insgesamt. Davon hat Bochum nur 10 Stück gewonnen. 15 unentschieden und Werder 42 gewonnen. Also eine grauenvolle Bilanz für Bochum. Kommen wir zur Aufstellung, fangen wir an bei Werder. Die müssen wir zweimal wechseln und zwar fehlt gelb gesperrt, Starke und verletzungsbedingt und auch Weißer. Er wird zwar im Kader sein, aber wahrscheinlich wird er nicht vom Heimspiel auf jeden Fall. Jetzt kommen wir auch zur Aufstellung vom VfL Bochum und zwar, ihr seht gerade eingeblendet, die müssen auf einer Position und zwar sich verändern und zwar Kapitän Lucilla fehlt rot gesperrt, der hat 2 Spiele Sperre bekommen. So, schauen wir einen Blick auf die Tabelle und zwar da hat Werder Bremen aktuell den 11. Platz belegt und Bochum ist aktuell auf Platz 16. So Leute, jetzt seht ihr hier noch einmal eine ganz kurze Statistik von den beiden Mannschaften. Das ist auch mein Faktencheck. Ich muss sagen, es ist super Wetter hier in Bremen. Ich bin jetzt gerade schon gleich beim Stadion. So sieht übrigens das Ticket aus. Da sieht man schon das Stadion. Scheint ja echt die Sonne hier. Es sieht auch echt super toll aus, aber der Schein trübt. Es ist nämlich richtig kalt. So, wir müssen einmal komplett rum ums ganze Stadion. Den Block müssen wir da jetzt rein. Damit bin ich drin im Stadion. Wir suchen erstmal unseren Platz. Zu dem Stadion. Sehr nice hier. Wir haben so die ganzen VIPs Platz. Kevinidis mit der 18, Jordi Osei-Tutu mit der 22, wieder ganz durchquetschen hier, ey. Sorry. Oh, Gummibärchen. Sehr nice. Aber ich müsste mal durch. Ey, das wäre doch nicht nötig gewesen, die Gummibärchen. Ja, da wird von links nach rechts spielen, es geht los. Torschütze, unsere Nummer 11, Niklas! Für Werder sehr stark gemacht, muss ich sagen. Das ist die erste Chance, die sie wirklich im Spiel hatten. Direkt reingemacht, sehr stark im Füllkrieg auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, also Bochum hat eigentlich mehr gemacht fürs Spiel, aber jetzt ziehen wir zurück. Also im Regulär noch 10 Minuten auf Uhr. Position mit Bochum. Man muss sagen, sie waren die ersten 20, 30 Minuten echt gut, aber dann hat Bremen das Tor gemacht und dann kam nicht mehr viel. Aber jetzt gleich mal gerade Chance Werder. Jetzt schnell geht, oh, sehr stark. Mitte ist Füllkrug. Ah, es dauert schon ein bisschen zu lang, aber sehr schade.
Oh, gut gesehen. Tor, 2-0. Werder, ich muss sagen, es war echt ein starkes Spiel, ihr habt es gesehen. Es war eigentlich eine Täuschung für Bochum, wo sie ausgekonnt hat, zack, 2-0. Jetzt läuft mal Bochum. Oh, der kam gut. 2 Minuten Nachspielzeit. Und damit ist auch Halbzeit in Bremen. Es steht 2-0 für Werder. Ihr seht gerade die Statistik nochmal eingeblendet vom Spiel bis jetzt. Man muss sagen, Bochum ein Torschuss, Bremen 3, 2 Tore. Sehr effizient auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie die zweite Halbzeit wird. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welches Spiel soll ich als nächstes besuchen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Let's go! So, auf einen guten Kick. Zweite Halbzeit geht los. Also man muss sagen, das ist eine Position, die sie auch immer können, das ist echt nicht weit. Das sind 17 Meter ungefähr. Dieses 3-0 machen, sage ich, ist durch. Unfassbar schönes Freistoßtor, muss man sagen. Aber jetzt wird es echt deutlich. 3-0, das ist echt krass. Bremen ist eiskalt. Es steht einfach 13-0. Also muss ich sagen, hätte ich echt nicht gedacht beim Spiel. Bremen ist echt gut heute. Noch 12 Minuten zu spielen, also muss sagen, von Bochum kommt nicht wirklich viel. Bremen macht mehr als sie müssen, Kontern versuchen, aber sonst, ich glaube, viel kommt hier nicht mehr. Also Bochum steht da nicht umsonst unten drin. Und bei Marvin.
hat sich aufgegeben. 0-3. Das Ding ist gelutscht, das sind die auch im Platz, also es kommt gar nichts von denen. Also wenn ihr eine Mannschaft spielt, ist es selbst Bremen. 2 Minuten Nachspielzeit. So, ich bin jetzt schon aus dem Stadion raus. Ich muss mich jetzt ganz schnell nach Hause machen, dass ich das Video schnell schneiden kann für euch. Auf jeden Fall, Fazit kann man sagen, ersten 20 Minuten war Bochum eigentlich gar nicht so schlecht ins gute Spiel reingekommen. Danach, nach dem 1-0 kam nichts mehr von denen, also wirklich gar nichts mehr, kaum Chancen gehabt. Und Bremen hat das super gut gemacht, das muss ich echt sagen. Sie haben so viele Spiele in letzter Zeit verloren und in dem Spiel heute haben sie wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein getankt gehabt und ich hoffe, dass sie es in nächster Zeit auch umsetzen können. Und ja, auf jeden Fall muss man sagen, Glückwunsch an Werder an dieser Stelle, die waren auf jeden Fall besser. Und wenn euch der Stadion-Vlog gefallen hat, lasst mich vielleicht noch oben da, kostenloses Abo. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welches Spiel ich jetzt nicht besuchen soll. Und ich würde sagen, das war's. Danke schön, Leute. Ciao, Gauss und Tschüss.